Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Days Gone. Okay, am besten hier, genau hier. Ich weiß nicht recht, Mike. Da haben wir schon mal Leute verloren. Leute verloren? Wen? Wann? Vor ein paar Wochen. Torres und Evans. Auf der Suche nach Vorräten. Ich hab dir doch davon... Nein, verdammt! Hast du nicht! Doch, hab ich. Dass wir hinterher sind, der Eingang verschüttet war. Die Bikes waren draußen. Überall Freaker. Weißt du? Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, wir gehen die Unterlagen durch. Die aus Shermans Camp. Mhm. Da gibt's eine Mine, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und da lagert bestimmt Sprengstoff. Ja... Aber jetzt sagt Skizzo mir, dass wir da drin zwei Männer verloren haben. Hey, das habe ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff, Keine ich schreibe Leute du. Und... Was zum Teufel? Du vertraust ihm, Mike? Ich tu's nicht. Sag mal, wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT? Ruhig dich jetzt mal ab. Er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag mit den Rippern, macht blau, hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht, hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Also gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Hey, du traust ihn nicht? Dann geh mit ihm. Aber denkt immer dran, alle beide, denkt dran. Wir gehören alle zum selben Camp. Alles klar, meinetwegen. Morgen früh steigen wir auf die Bikes und... Wir fahren jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Klar, jetzt ist es dunkel. Da sind weniger Freaks in der Mine. Oh, natürlich. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt. Und jetzt bist du ein Freak-Experte, ja? Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen sind. Okay, komm schon, das reicht! Okay. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, hör zu. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Aber er macht seinen Job. Erzähl das Torres und Evans. Dick, ich schätze, ich will nur sicher gehen, dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat oder sowas. Scheiße, Mike. Für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Scheiß Kerl. Ich hasse diesen Skizzo. Hey, schön dich zu sehen. So, was gibt's denn hier? Halt, was? Munition in Satteltasche. Das wäre nicht verkehrt, glaube ich. Okay. Nehmen aber nichts. Wo fahren wir hin? Lucky Land. Weißt du, wo das ist? Ja. What? Okay. Wir müssen warten dort anscheinend noch kurz. Ansonsten schlägt die Mission anscheinend fehl. Ich dachte, ich kann vielleicht schon losfahren. Wo fahren wir hin? Lucky Lad, weißt du, wo das ist? Ja. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten. Deacon, bist du da? Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Skizzo und ich erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Stromwandler reparieren. Ruft die heiße Dusche immer noch nach dir? So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück, dann reden wir. Gegen Ende. Ach, ich bin froh, wenn die Mission hier rum ist. Also ich mag ja echt diesen Skizzo nicht. Und mit dem was zu machen, naja, kann ich mir auch echt blöd vorstellen. Ich dachte, du wolltest auf mich warten. Ich wurde abgelenkt.
Die gehörten also Mikes Männern? Meinen Männern. Ja. Torres und Evans. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch. Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skizzo, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Nur viel mehr. Komm. In Stahlkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro müssten Ersatzschlüssel für die Kisten sein. Verdammte Krabbler. Ich hasse diese Scheißviecher. Da sind wir uns endlich mal ein. Oh, oh, da ist ein Nest bestimmt drin. Hey, hier drüben. Ich glaube, ich kriege dich auf das Dach hoch. Bereit? Oh, super. Ja, ich bin bereit. Ja. Hoch mit dir! Okay. So. Die Krabbler hätten wir schon mal ausgeschaltet. Gut, wo haben wir es denn hier? Hier hat es mir doch gerade auch ein Symbol angezeigt, oder bin ich verrückt? Okay, ich nehme an, ich bin verrückt. So, erstmal die Türe hier vielleicht aufmachen. Okay, geht nicht, schade. Na los. So, was gibt's denn hier? Ich glaube, hier ist es drin, oder? Nein. Hm. Hab ich doch eben was gesehen. Ach, das ist hier dahinter. Okay. Aber hier drin muss es eigentlich etwas geben. Aber wo? Tür geht auf jeden Fall nicht auf, ja. Hier ist diese blöde Spitzhacke. Halt, hier ist doch was. Ist das nicht das, was wir brauchen? Achso, wir sollen erstmal die Krabbler erledigen. Wow, jetzt lese ich das erstmal. Okay, mein Fehler. So, weg mit denen. Jawohl, nur noch einer. Das waren wohl alle. Bist du okay? Ja, danke der Nachfrage. So, und hier ist das Zeug doch, was wir brauchen, oder nicht? Beschaffe den Schlüssel. Okay, das werden wir jetzt erstmal machen. Mist. Oh. Gut, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hier. So. Skizzo! Die Luft ist rein. Gut, gut. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch. Aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr. Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackeln. Hm, na klasse. Skizzo, ich hab Fackeln gefunden. Ja, versuch die Tür aufzubrechen. Ich komme und hole sie. Hier gibt's Fackeln. Ja. Gib mir die Schlüssel. Was meinst du, die hier? Ja, her damit. Hey, 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 ich hab ne Idee. Du führst uns zu den Stahlkisten, ich schließe sie auf. Oder gibt's da ein Problem? Kein Problem. Aber verlier sie nicht. Hm. Ja, okay. Das werde ich mir merken. Ich hab sie. Dann mal los. Bin direkt hinter dir.
Okay, wir treten die Lucky Lead Mine. Da waren wir mal. Siehst du? Durch einen Einsturz blockiert, wie ich gesagt habe. Sieht aus, als könnten wir uns hier durchquetschen. Hilf mir mal. Gut, dann war da mal rein. Hier, drück! Ich drücke, ich drücke! Klemm das unter den Stein da. Okay. So. Sieht das stabil aus? Stabil genug. So, und jetzt geht's hier rein. Und denk dran, lass die Knarre stecken. Sagtest du nicht, es wäre alles sauber? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Ernst, wenn hier drin Freaks sind, dann reicht ein einziger Schuss, um sie alle anzulocken. Ich hab's jetzt gehört. Scheiße. Na super. Das heißt, wenn dann auf jeden Fall Nahkampf. Das hat eine richtige Horroratmosphäre schon so wenig hier unten gerade. Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang. Bin direkt hinter dir. Ach, Scheiße. Da kommen wir nicht durch. Sieh auf der Karte nach. Ist da noch ein Tunnel? Ein Lüftungsschacht? Die Karte hier zeigt einen Verbindungstunnel. Er war wohl instabil. Sie haben ihn dicht gemacht. Wo? Hier hinten. Hier? Ja. Ja, Sie haben ihn wohl verrammelt. Oh, das sieht nicht gerade stabil aus. Ich dachte, das sagte ich bereits. Ich hab nur das. Du hast die Taschenlampe. Also hast du die Ehre. Vielleicht gibt's einen Grund, dass sie die Erweiterung nie fertiggestellt haben. Ich meine, eine Stange Dynamit scheint auszureichen, um das hier alles einstürzen zu lassen. Ah, so schlimm ist es nicht. Oh, ich habe ja gerade irgendwas gehört. Los, los, Vorsicht! Bist du okay? Zum Glück nichts gebrochen. Gott. Oh, Scheiße, das war knapp. Ja, dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Komm, hier lang. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ich lege Fackeln ab. Warum? Du hast doch die Karte. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich will wissen, in welchen Tunneln wir schon waren. Jetzt links. Okay. Komm her. Was? Sind das deine Leute? Ja. Taurus hat immer dieselbe Scheißweste getragen. Ich sagte immer, das grelle Orange bringt dich noch um. Hier drin war's wohl egal. Seinem Kumpel fehlt ein Arm, verblutet und hat Taurus eine Weile ernährt. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, da gibt's eine Grenze bei mir. Ja, bei dir auch. Bleib zurück. Die überlasse ich nicht den Freaks. Los, verschwinden wir von hier. Ja.
Okay, schauen wir uns mal um. Na, also. So, was haben die hier gemacht? Ich würde gerne mal da vorne schauen wollen. Gibt's hier was? Da unten kann man, glaube ich, durchkrabbeln, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber sieht halt so ein bisschen da noch aus. Die armen Dudes hier auf jeden Fall. Na los, hier können wir uns durchzwängen. Ich folge dir. Das ist ganz schön eng. Geht es? Wer sitzt denn den ganzen Tag nur auf seinem Arschraum, hä? Oh, sehr witzig. Komm. Okay, der erste Erweiterungsbereich muss hier um die Ecke sein. Wenn du die Karte richtig liest. Ich lese sie richtig. Siehst du? Hast du noch die Schlüssel? Ja, hier. Sie ist leer. Scheiße. Oh, entschuldige. Glaubst du mir nicht? Doch, das tue ich. Komm. Vielleicht ist alles an einem Ort. Verdammt. Sehen wir uns die andere an. Hier lang. Gehen wir zurück und sehen nach, ob es noch einen Seitentunnel gibt. So, wir müssen mal eben hier was machen. Fix. Und zwar den Basie etwas reparieren. Gut. Und jetzt habe ich nicht mehr viel Schrott. Schizo, halt. Warte mal. Hier stimmt was nicht. Was? Was meinst du? Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Was? Meinst du, die Fackeln sind hierher gewandert? Vielleicht bin ich verwirrt. Oh, hier unten sind vielleicht Leute. Moment, warte mal kurz, verdammt. Das ist der Haupttunnel. Was? Das ist der Haupttunnel. Siehst du die Schienen? Da waren keine Schienen, wo wir rein sind. Was zum Teufel? Aber das sind meine Fackeln, verdammt. Wie sind die? Oh, oh. Oh, da will uns jemand verscheißern. Ich hab kein gutes Gefühl. Halt, warte mal eine Sekunde. Geh so, warte. Wer zum Teufel ist hier? Komm raus! Zeig dich! Geh, nimm das Ding runter. Was erzählst du da? Wenn das Ding losgeht, ein einziger Schuss, einer, dann stürzen sich sofort alle Freaks in diesen Scheißtunneln auf uns. Du hast doch gesagt, die Tunnel wären um diese Zeit sicher. Was zum... Vorsicht! So treffe ich nicht! Verdammt! Verdammt, er hat die Schlüssel! Scheiße! Wo willst du hin? Er hat die Schlüssel, wir müssen ihn fangen! Warte, komm zurück! Verdammt, Schizo, er entkommt! Na los, wir müssen uns beeilen. Was ist das hier? Ach ja, hier waren wir. Geht's nicht entlang? Wo ist der? Mist. Hier entlang. Du kleiner Scheißer, komm zurück! Komm schon, du Scheiße! Gib mir die Schlüssel zurück! Wo bist du hin? Wo sind wir jetzt hier? Wo? Oh.
Ich hab den Schlüssel. Was haben wir denn hier? Jawohl. Nein. Geh so, schieß nicht. Ach du Schreck. Oh oh. Stirb, verdammt! Scheiße, wer hätte noch die ganze Mine auf uns? Skeso! Na los, weg mit denen. Oh nein! Skeso, nicht schießen! Was? Oh, wir müssen die besiegen. Ich glaube, ich muss auch was schießen. Okay, nein, geht nicht. Ich kann einfach meine Waffe nicht nehmen, verdammt, oder? Verdammt, du hättest die ganze Mine auf uns. Verdammt! Ja. Okay, okay. Nein. Ah. Weg mit denen. Runter. Was zum Teufel redest du denn da? Du, deine blöde Pistole weg. Das war wohl der letzte. Von wegen, die Tunnel sind leer. Ich sagte doch, was passiert, wenn du hier rumballerst. Was soll ich denn tun? Steine werfen? Was du tun sollst, du könntest das nächste Mal einfach auf mich hören. Nimm das. Wie du meinst. Gern geschehen. Wofür? Deinen Arsch zu retten. Wärst du nicht weggelaufen, wäre das nicht nötig gewesen. Bringen wir den Scheiß jetzt zu Ende. Ja. Ich bin bereit. Hier entlang. Halt, der Arm von dem Typ. Eddie sagt, als wollte ihm jemand die Tattoos wegbrennen. Das waren Ripper, oder? Willst du was Bestimmtes, Skizzo? Neulich war ein Drifter da. Er hatte gehört, dass die Ripper zwei Männer suchen. Mongrels. Sagt dir das was? Tja, wie du siehst, trage ich immer noch die Kutte. Wir verstecken uns nicht, Skizzo. Wenn Carlos Boozer will, dann kann er ihn ganz einfach finden. Aber dann muss er zuerst an mir vorbei. Okay, wir wissen wohl hier durch, oder? Nein. Wie groß einfach diese Mine ist. Was habt ihr gemacht? Das muss lang vor dem Vertragsbruch passiert sein. Lang bevor ich... Weißt du, ich weiß es nicht und es ist mir auch scheißegal. Habe ich Ripper getötet? Na klar, habe ich Ripper getötet. Und nach allem, was sie Boozer angetan haben, lege ich diese verrückten Dreckskerle auch weiterhin um. Ja, und Carlos ist der verrückteste von allen. Du willst nicht auf seiner Liste stehen, Bruder. Was habe ich gerade gesagt? Es ist mir egal. Und ich bin auch nicht dein Bruder. Wie ich schon zu Iron Mike sagte, Carlos kann mich am Arsch lecken. Hey, ich wollte dich nur warnen. Du bist jetzt einer von uns, oder? Ja, ja. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir passen auf uns auf. Bingo.
lass mal sehen. Ah, schick. Da wird sich der alte Mann aber freuen. Der Scheiß ist schwer. Immerhin haben wir jetzt das TNT. Jetzt müssen wir nur noch hier rauskommen. Das wird, denke ich mal, etwas schwierig vielleicht. Weil ich bezweifle, wir sprengen uns einen Weg hier frei. Was erzählst du denn da? Du kennst den Alten. So wie ich. Ich mach das. Geht schon. Danke. Er glaubt, dass sein Vertrag mit den Rippern uns erstmal absichert. Das Problem, denen sind Verträge scheißegal. Der einzige Grund, warum sie noch nicht hier sind, ist, dass sie im Norden Copeland angreifen, das Hot Springs. Ja, ich weiß, ich war da. Du weißt also, wovon ich rede. Die Ripper kommen. Und Iron Mike, er wird es geschehen lassen. Er wird zulassen, dass die Freak-Menschen über uns kommen, wie eine rote Flut. Skizzo, das weißt du nicht. Ach ja? Komm schon. Oh Mann, dass ein Tageslicht so glücklich macht. Scheiße, noch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Schon die zweite heute. Warte mal. Okay, aufteilen. Wir umzingeln sie. Okay, pass auf dich auf. Dann beruhige ich sie. Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Na los, Mann, wir sind harmlos. Das ist alles nur ein Missverständnis. Wir möchten, dass du dich uns anschließt. Wir können... Ja, genau, mach sie fertig. Hey, Schwester, ich dachte, du wolltest reden. Tja, mehr kann ich dir zu sagen. Er schießt die Schweine. Leid los und... Zeig's ihnen! So, das waren alle. Ich glaube, das waren alle. Ja. Na los, wir müssen das Dynamit holen. Das müssen dieselben gewesen sein, die die Bikes ausgeschlachtet haben. Sie dachten, sie machen leichte Beute. Es war wohl nicht so leicht, wie sie gehofft hatten. Weißt du, ich sag's nur ungern, aber wir sind ein gutes Team. Wir beide. Dann sag es auch nicht. Hey, ich muss dir was sagen. Als du mit Boozer ins Camp kamst und Iron Mike euch empfing, mit offenen Armen, war für mich klar, dass der Alte langsam senil wird und weich. Okay, was willst du sagen, Skizzo? Weißt du, wir beide sind auf Augenhöhe. Das weiß ich jetzt. Du weißt wie ich, wenn Iron Mike nicht langsam aufwacht, ist das Camp bald geliefert. Okay, und was willst du damit sagen? Hey, ich gehe dir zwar immer schön auf den Sack. Ist mir klar, aber viele Leute wissen, was du getan hast. Für deinen Freund. Und natürlich auch für das Camp. Die Dinge ändern sich, Mann. Wenn Iron Mike demnächst in Rente geht, sollten wir beide, wir sollten das Camp zusammenleiten. Du und ich. Das Camp leiten. Darüber wolltest du mit mir sprechen. Hey, hör mir zu, verdammt. Hör mir mal kurz zu. Also, ich habe viele Freunde im Rat des Camps. Sie sind dabei. Und die meisten sagen, der Alte muss gehen. Ja, das ist Bullshit. Ricky würde dem nie zustimmen. Sie ist so und Mike wie vertraut der Alte dir, verdammt. Tja, das ist sein Fehler. Einer von vielen. Meiner wird es nicht sein. Ey, wir tun alles, um zu überleben, Skizzo. Das weiß ich. Aber weißt du noch, was ich über Grenzen gesagt habe? Und einen Freund zu verraten, ist eine davon. Lieber den Alten als das ganze Camp. Denk mal drüber nach. Ah,
Die wollen also Mike loswerden, so gesehen. So, wo sind wir denn jetzt? Hier oben. Was? Finde Buse, der von einem Arbeitseinsatz nicht zurückgekehrt ist. What? Ja, es geht so. Ich denke drüber nach. Scheiße, warum vertraut Iron Mike diesem Arschloch überhaupt und macht ihn dann auch noch zum Sicherheitschef? Okay, wir müssen schnell ins Lager. Lost Lake Camp kommen. Deacon St. John an Iron Mike. Deke, du und Skizzo, habt ihr ihn, den Sprengstoff? Ja, yeah, Mike, wir haben ihn. Skizzo ist mit dem ganzen Zeug auf dem Rückweg. Hör zu, Mike, ich muss dir was sagen. Das ist gut. Klasse. Aber er nützt uns nichts, bis wir eine Sprengschnur haben, das weißt du. Ich gehe unsere Unterlagen durch. Mike, hör mir zu. Skizzo, er, Hey, was denn? Wolltet ihr euch wieder gegenseitig abknallen? Nein, Mike, aber er will das Camp leiten, Mike. Das hat er gesagt. Oh Mann, das weiß ich doch. Das hab ich dir doch schon erzählt. Skizzo glaubt, ich sei Pazifist und führe uns in den Tod. Ich weiß, was er so redet. Mike. Deke, wie gesagt, Skizzo hat so seine Probleme, aber... Wo ist Boozer? Ich weiß nicht. Was soll das heißen? Er war doch bei dir. Ja, das war er. Und dann ist er abgehauen oder sowas. Skizzo, was laberst du da? Fass mich nicht an. Hey, er schnappte sich eine Flasche Whisky und sagte, er geht heim. Keine Ahnung. Und du, Arschloch, hast nicht mehr versucht, ihn aufzuhalten, ne? Hey, das haben wir. Aber manchmal muss man sie ziehen lassen. Der Mann ist einfach am Ende. Okay, ich kann mir schon vorstellen, wo er wahrscheinlich hingefahren ist. Ja. Irgendwas dazu zu sagen? Oder hingegangen ist? Ricky, bist du da? Was ist los? Usa ist rausgefahren und kam nicht zurück. Mist. Willst du hinfahren? Brauchst du Hilfe? Nein, ich finde ihn. Fahre zu Loch. Usa, bist du da? Boozman! Ja, Dick. Ja, Dick. Ich bin hier. Wo zum Teufel steckst du es? Es wird schon dunkel. So auf der Farm. Ich bin auf der Farm. Scheiße, bleib da. Ich hol dich ab. Einfach hier bleiben. Kapiert. Das ist kein Problem. Ich bin auf der Farm. Old MacDonald. Okay, ich hätte mir vorgestellt, er wäre in unserem Wachturm vielleicht. Wo wir unser Camp zu Beginn hatten. Okay, das ist die Farm. Ricky sagte, dass hier der Arbeitseinsatz ist. Boozer! Bist du da, Boozman? Ah, verdammt. Okay, das ist die Farm. So, wo ist Boozer? Hier hatte er beim letzten Mal gearbeitet. Hey, wo ist Boozer? Wer? Hier ist niemand. Die Arbeiter haben Feierabend. Nein, er ist noch hier. Der große Kerl mit einem Arm. Ja, ich weiß, wen du meinst. Er ist in die Richtung gegangen, zum alten Farmhaus. Ich dachte, er wird da abgeholt. Ach, wenn du ihn siehst, dann sag ihm, er soll hier warten und funk mich oder Ricky an. Alles klar, Mann. Fahr zum verlassenen Farmhaus, okay.
Schnell. Hier ist das Gebäude. Boozer! Bist du da? Boozman! Skizzo sagte, er hatte eine Flasche Whisky. Wo würde er wohl eine Flasche Whisky trinken? In einem dieser Farmhäuser? Das muss es dann wohl sein. Boozer! Bist du hier drin? Mist, wo ist er? Nope. Hier drin nicht. Das sind seine Stiefelabdrücke. Das sieht wie ein lesenswertes Buch aus. Eine Whiskyflasche. Leer. Moment mal. Ein Sixpack? Okay, ich glaube, wir müssen erstmal den dort ausschalten. So. Gut. Jetzt weg mit dem Rest hier. Gut, die hätten wir. Und jetzt weiter nach Boozer suchen. Okay. Hier sollen wir jetzt weiter schauen. Könnte er sein. Ist das ein Zettel? Oder was ist das? Nee. Hey, Deacon, was ist das? Ah, hier ist eine Spur. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Weiter geht's. Bierflasche, leer. Er ist da lang. Verdammt. Skizzo hat recht. Er will nach Hause. Er geht zu Fuß. Er kann nicht weit sein. Wir nehmen unser Bike. Boozman! Hey, Deacon! Wie geht's, Bruder? Du sagtest, du bist auf der Farm. Da war ich gerade und du bist nicht auf der Farm, Boozer. Die andere Farm. Dick, ich bin bei der anderen Farm. Ich habe ein Sixpack gefunden und wollte etwas raus, verstehst du? Ein kleiner Spaziergang. Bei Sonnenuntergang. Also bin ich zur anderen Farm gegangen. Ja. Old McDonald's had a farm. Ja. Mehr Bierflaschen. Leer. Mehr Spuren. Okay. Du bist nicht in der Scheune. Farmhaus. Schon klar, eine Scheune. Mich genau umschauen. Boozer, bist du hier drin? Boozman, oben. So, die Ohren mitnehmen, gut. Dort sind wieder Hinweise. Okay, noch ein Schlafzimmer. Und nach einer Bierflasche. Das Bett ist nass, ich frag lieber nicht. Boozer, wo bist du? Booz! Dick, ich dachte, du kommst und wir trinken Bier und gehen ein Stück. Boozer, verdammt, wo bist du? Sieh dich einfach um und sag mir, was du siehst. Was ist da? Gib mir was Auffälliges oder so.
sagte doch. Sieh dir das an. Sieh dir was an, Boozer? Was ist da? Die Straße, die Straße. Wow, sie ist weg. Als ob sie irgendwer, keine Ahnung, einfach weggespült hat. Die Straße ist weg? Oh ja, als hätte irgendwer einfach weggespült. Weg. Ich laufe und laufe und jetzt ist die Straße einfach weg. Wo gehst du hin, Boozer? Nach Hause. Da gehe ich hin. Nach Hause. Bleib einfach da, ja? Bleib, wo du bist. Such dir ein Versteck, bis du mein Bike hörst. Ich komme. Ich will mich nicht verstecken. Ich gehe nach Haus. Dick, nach Haus. Was ist das? Ach, noch eine Bierflasche. Okay, schauen wir uns mal um. Halt, er meinte, die Straße ist weg. Da vorne hört doch die Straße auf. Ah, geht doch. Das muss er sein. Das weiß ich noch. Dort vorne ist ja jetzt das... Jetzt hab ich dich. Stiefelabdrücke. Bingo. Wie so eine Art Abgrund, dass es dort einfach nicht weitergeht. Ohne mein Bike kann ich ihn nicht mitnehmen. Ich brauche mein Bike. So, schnell. Boozer, hörst du mich? Ich bin gleich da. Ich bin deinen Spuren gefolgt. So, wie du es mir gezeigt hast. Boozer, komm schon, Mann. Bleib, wo du bist, ja? Los, schnell. Da ist er! Kleiner Abendspaziergang? Dick, wie geht's dir, mein Freund? Boozer, wo willst du hin? Nach Haus, da will ich hin. Wir können nicht zurück nach O'Leary Mountain. Nein, ich gehe nicht nach O'Leary Mountain, sondern Farewell. Ach, scheiße, komm schon, wir müssen dich... Solltest du lieber nicht tun, Bruder. Du willst mir eine reinhauen? Schön, dann reite ich ein, los. Dann los! Okay. Das ist es also. Das soll unser Ende sein? Nein, so läuft das nicht. Boozer, ha? Ich. Boozer? Als damals deine Lady starb. Was habe ich da gesagt? Was habe ich gesagt, ha? Du hast dich voll abgeschossen mit Whisky. Wolltest dich zu Tode saufen. Was habe ich da gesagt? Du hast die Flasche ausgekippt, Mann. Eine verdammte Verschwendung. Und du hast mir gesagt, wenn ich mich wirklich tot saufen will, dass du dann dabei bist. Alle für einen. Also wie gesagt, Boozer, war es das jetzt? War es das? Ist das unser Ende? Schön verschwinden wir von hier. Los, los, los! Ich mach ja! Na, dann mach schneller! Autos! Autowracks. Ich sehe sie, Boozer! Schulbus! Schulbus! Ich sehe ihn! Weißt du, früher bin ich mit dem Schulbus gefahren. Oh, das ist toll, Boozer! Das ist echt toll! Scheiße, Freaks! Oh, ich sehe sie, Boozer! Das war der letzte. Jetzt sind wir sicher. Ich weiß. Wusste die ganze Zeit. Hey, hey, Dick. Boozer, hör zu. Ich wollte nur sagen, danke, Mann. Ehrlich. Boozer. Hör mir zu, verdammt. Ich bin hier raus und du hast mir den Arsch gleich. Ich schulde dir was, Bruder. Nein, nein, Boozer, ich... Ich schulde dir was, okay? Wenn du nicht wärst, dann... Nun ja, das war jetzt...
Das war jetzt nicht geplant. Sorry, Boozer. Okay, aufpassen, dass man nicht gegen irgendetwas dagegen rammelt oder so. Ansonsten sagt man Tüdelü. Das war der letzte. Jetzt sind wir sicher. Ich weiß, wusste die ganze Zeit. Hey, hey, Dick! Usa, hör zu! Ich wollte nur sagen, danke, Mann. Ehrlich. Usa, hör mir zu, verdammt. Ich bin hier raus und du hast mir den Arsch gerettet. Mal wieder. Wirklich. Ich schulde dir was, Bruder. Nein, nein, Boozer, ich schulde dir was, okay? Wenn du nicht wärst, dann wäre ich schon längst tot. Oder schlimmer. Hast du nicht gesagt, nichts ist schlimmer als der Tod? Ja, da lag ich falsch. Klar? Oh, Scheiße, ja. Irgendwo wartet ein Bett auf mich. Okay, das haben wir abgeschlossen. Und wir haben auch einen neuen Fertigkeitspunkt. Sehr gut. Wir schauen mal ganz kurz, was wir jetzt hier nehmen. So, was gibt's hier denn? Das hier wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, nahkampfmäßig. Joa. Was nehmen wir denn da mal? Ich würde sagen, wir nehmen das hier. So, gut. Hast du ihn gefunden? Ja, Ricky, ich hab ihn. Ach, wie geht's ihm? Sagen wir einfach, er wird morgen einen höllischen Cut. Denken, wenn ich morgen früh um 6 bei ihm reinschaue. Ja, Gott sei Dank. Das hat er verdient. Deke, ich bin froh, dass es ihm gut geht. Ja, bin ich auch. So, was zeigt's denn jetzt hier oben an? Okay. Okay. So, Leute, dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir jetzt Schluss. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter mit diesen Missionen. Hier haben wir jetzt zwei Missionen. Einmal wegen Boozers Arm und danach kehre zu Iron Mikes Camp zurück, sprich mit Ricky. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. An der Stelle war es das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.